21 Jahre alt, ja genau, Zwillinge, und sie sorgen weltweit dafür, dass unsere rot-weiß-rote Fahne hochgehalten wird. Dabei sind sie gar nicht in Österreich geboren und die beiden haben noch viel mehr auf dem Kasten, wie Ernst Schwarz berichtet. Wenn Vanessa und Minetta ihrem liebsten Freizeitvergnügen, eigentlich ihrem hauptsächlichen Lebensinhalt nachgehen, dann geht es hart zur Sache. Zurzeit eilen sie von Wettkampf zu Wettkampf und finden dabei immer noch Zeit, den Nachwuchs für den Jiu-Jitsu-Sport zu begeistern. Denn so haben sie dir einst mit 6 Jahren auch angefangen. Sobald wir unseren ersten Fußtritt in diese Räume gesetzt haben, wurden wir sofort in die Gemeinschaft aufgenommen. Und ja, und so ist es heute noch immer. Als die beiden gerade einmal 8 Monate alt waren, flohen die Eltern vor dem Krieg in ihrer Heimat Bosnien nach Österreich und fanden im Pfarrhaus von Pressbaum eine erste Herberge. Seither leben sie in der niederösterreichischen Kleinstadt, haben hier die Schule besucht und sich nach oben gekämpft. Heute sind sie sowas wie Stars hier. Das sieht man auch daran, dass wir das goldene Verdienstzeichen vom Pressbaum, also von unserem Bürgermeister aus, erhalten haben im Innenministerium. Das war eine ziemlich coole Ehrung. Darauf sind wir auch voll stolz. Ihren bislang größten Erfolg feierten die Zwillinge im Dezember des Vorjahres bei der Jiu-Jitsu-Weltmeisterschaft in Wien. Minessa und Minetta treten im Duo-Bewerb an, eine Art Schaukampf, bei dem unter anderem Präzision und Dynamik der Vorführung den Ausschlag geben. So wie schon zuvor bei der Staatsmeisterschaft sind die zwei nicht zu schlagen, holen sich den Gesamtsieg und damit die Goldmedaille. Ein internationaler Erfolg für den österreichischen Sport. Fahnenparade und Bundeshymne inklusive. Ja, das Gefühl ist natürlich traumhaft. Das konnten wir ja letztes Jahr im Dezember erleben, vor dem Heimpublikum die österreichische Hymne zu hören. Und das ist natürlich unbeschreiblich, das Gefühl. Überhaupt vor heimischem Publikum, wo die Halle bebt, also das Gefühl, das ist wirklich unbeschreiblich. Und weil die beiden ja fast alles zusammen machen, hat sie der Weg vom Sport auch zum gemeinsamen Beruf geführt. Seit einem Jahr besuchen Vanessa und Minetta die Polizeischule in der Wiener Marokkanerkaserne. Hier finden sie ideale Möglichkeiten, Sport und Job unter eine Kappe zu bringen. Und auch wenn sie sich hier nicht nur mit Wettkampfgegnern, sondern auch mit Gesetzen und Vorschriften herumschlagen müssen, so hatten die ehrgeizigen Schwestern doch schon immer den Wunsch, Polizistin zu werden. Also von klein auf wollten meine Schwester und ich schon immer zur Polizei eben. Aber wir haben dann eine kaufmännische Ausbildung gemacht, eine 5-jährige. Und ja, im Endeffekt ist es trotzdem bei der Polizei geblieben. Also wir haben dann doch keinen kaufmännischen Beruf ausgeübt und ja, befinden uns halt eben derzeit in der Polizeiausbildung. Immerhin verstehen wir als gebürtige Bosnier und so die Kultur und auch die Sprache, die verstehen wir. Und ja, vielleicht hat man dann schon ein bisschen mehr Bezug zu den anderen Leuten, die eben vielleicht nicht Österreicher sind. Dass es sie nach Österreich verschlagen hat, das empfinden die beiden als echten Glücksfall. Sie wissen aber, dass es anfangs im fremden Land nicht immer ganz leicht war. Da ist es dann ganz gut, zu zweit zu sein. Ja, das hilft auf jeden Fall. Also wir haben uns eigentlich eh schon immer, haben uns gemeinsam unterstützt, also gemeinsam, ja, haben uns gegenseitig geholfen, eben mit der Sprache oder um Hausübungen, egal worum es gegangen ist. Ja, da ist das Leben zu zweit, glaube ich, schon einfacher. Neben Deutsch sprechen Vanessa und Minetta auch perfekt Bosnisch. Ihre eigentliche Muttersprache. Auch dann, wenn ihre deutschsprachigen Freunde und Kollegen nicht mithören sollen. Mehrsprachigkeit hat eben viele Vorteile. Natürlich hat man auch was von Bosnien, aber eigentlich primär sind wir eigentlich in Österreich zu Hause und so ist das auch daheim. Also ja, man kann schon sagen, man hat schon irgendwie zwei Seiten, natürlich den bosnischen Hintergrund, also die Wurzeln, man weiß schon, von wo man ist. Aber im Endeffekt, man ist in Österreich und ja, wir fühlen uns eigentlich auch mehr Österreicher als ja, Bosnier. Und ob Sie als Migrantinnen wohl toleranter sind als andere? Na, also Gesetz ist Gesetz und da kommt keiner drum herum. Polizei, Mann! Sofort! Das war heute konkret. Ich wünsche Ihnen noch eine...